Hallo und herzlich willkommen zurück zum Politik-Tycoon der AfD. In der Folge der spartanischen Uploads kam ja jetzt eher spartanisch etwas. Habe ich gerade schon gesagt, ja. In 10 Wochen sind Landtagswahlen in Hessen. Mache ich schon fleißig Werbung. 10 Wochen Hessen. Irgendwo muss ich das Geld ja investieren. So, bisschen mehr hier rein investieren. Koalitionsverhandlungen in Bayern, da sind wir leider nicht eingezogen mit 3, schlag mich tot Prozent. Und regieren tun CSU und SPD. Ja, das ist, glaube ich, relativ realistisch, wenn in Bayern mal die CSU scheitert. Nein. Eigentlich ist es überhaupt nicht realistisch, die CSU und die SPD. Ich glaube, da hätten die eher mit den Freien Wählern gemacht. Boah, wie viel? Ich habe gerade irgendwie 5000 Mitglieder oder so verloren. AfD, oh, 4,11%. Da muss ich jetzt aber mal hier mich ranhalten. 6 Wochen Fernsehen. So. Komplett ins Minus jetzt reingerast, aber. Ich muss in Hessen einziehen. Ich muss. Entwicklungshilfe erhöhen. Nee. Eingesetzte Soldaten erhöhen. Ja, das machen wir. Ach, ist gerade was im Einsatz. Mal was später. Ach, sind wir sogar dabei. Sehr schön. Stimmt natürlich dafür. Und es sieht auch so aus, als würden die anderen Parteien dafür stimmen. Ah, CDU dafür. SPD dafür. Okay, ist durch. Es wäre ja auch eine GroKo möglich gewesen, also ist das durch. Grün natürlich dagegen. Die FDP dafür. Die AfD dafür. Ich habe mir übrigens nicht die Mühe gemacht, eine Alternative für Deutschland einzugeben. Beziehungsweise ich habe es sogar, aber dann habe ich das weggemacht bei den meisten Parteien, wo es zu lang war, weil ich dann da stehen hatte. Ich weiß gar nicht, warum ich das da nicht gemacht habe, weil es zu lang war oder weil es nicht funktioniert hat. Die langen Namen von CDU und CSU. Ich sage das jetzt auch nicht im Video, weil das wird ja schon 10 Sekunden kosten. Also, AfD. Statt der FDP. Oh, die SPD. Schön. Also die AfD finden das nicht schön. Aber es ist schön. Oh, so knapp eine 5%. So knapp. So knapp. Und hier. Selbst die Piraten sind eingezogen, aber ich nicht. Was ist das? Am meisten hat die CDU verloren. Was ist das? Selbst die Piraten sind eingezogen. Ich 0,16% nicht. Piraten haben, das ist glaube ich der erste Landtag von denen jetzt. BAföG und Budgetflughäfen. So. Parteien. Unsere Parlamentsvertretung? 2 schon. Wow. Hier in Hessen, wie viel hatten wir vorher? Hier von hier unten und dann so knapp gescheitert. Genau, die Piraten waren unter uns und jetzt überall. Die DP ist relativ gleich geblieben. Und hier, die CDU, was ist hier für ein Sturz? Naja, dasselbe wie am Bundestag. Die CDU, das ist etwas unrealistisch. In der Realität ist das ja nicht so. Dass die CDU ja momentan eher im Steigen. Hier überall, rupp. Yeah. In 9 Wochen in Hamburg, da versuchen wir 10% zu schaffen. Das ist, denke ich, nicht zu optimistisch. Oder hoffe ich, ist es nicht zu optimistisch. Ich wäre so knapp nicht eingezogen, selbst wenn die Piraten jetzt in die Regierung kommen. Mache ich einen Rage Quit, also nicht wirklich, aber ich würde fast dazu tendieren. 5 Minuten.
Ach, GroKo. Unter der Führung der SPD. Nämlich der Ministerpräsidentin Eva Gelb-Buxbaum. Wunderschöner Name, Frau Gelb-Buxbaum. Bürgerschaftswahl. Oh, 10% sind 7,59. Die CDU, die viertstärkste Kraft. Oh, hier würden aber. Hier haben viele Parteien. Also 1, 2, 3, 4. Und dann sieht es so aus, als würden 6 Parteien einziehen. Das ist viel. Können sogar noch eine siebte einziehen, wenn die Glück haben. Oh, ich verliere. Das soll natürlich nicht so sein. Ja, endlich wieder mal ein paar Mitglieder dazu gewonnen, anstatt immer welche zu verlieren. Einkommensteuersatz bis 1500. Ja, klar, erhöhen wir. Also, ist denn die SPD hier so rechts? Die CDU so links? Habe ich da irgendwas verwechselt? Kommt mir was zuvor. Haben gleich viele Stimmen, ne? So. Noch ist es nicht abgelehnt, aber es wird abgelehnt. Ich sehe es kommen, denn die Linke werden dafür dagegen stimmen. Obwohl, die machen nichts aus. Ich glaube, es ist jetzt durch. Glaube. Bin nicht ganz sicher, aber ich denke, ja, ist durch. Chadwick Amhäuser ist tot. Helmut Eichhorn verlässt den Minderheitenbund. Wurde wohl genesen. Keine Minderheit, nein. Perspektive der AfD, ich wiederhole es. Und damit meine ich den radikalen Teil der AfD, nicht den gemäßigten. Der richtig große Teil der AfD ist ja gar nicht so rechtsradikal, rechtsextrem, darf man ja nicht mehr zu denen sagen, jetzt neuerdings. Also der rechte Teil der AfD ist nicht mehr so. Also der Großteil der AfD ist gar nicht so rechtsradikal, er ist eben sehr rechts. Dann gibt es eben den kleinen Teil, der hervorsticht, der sehr rechtsradikal ist. Den man auch mit dem Wort bezeichnen könnte, das man jetzt inzwischen nicht mehr sagen darf. Also nee, die Linke waren sehr stark. Mach hier mal die AfD. Statt der FDP. Und Ergebnis. CDU, CSU, ja. 10, doch 10% noch geschafft. Ziehen wir fast nicht ein. Ah doch, 9,31%. Linke 12,67 und sonstige 19,04. Dann werden die Piraten aber nicht einziehen. Doch, die Piraten. Jetzt sind hier sieben Parteien im Parlament. Die ist nicht mehr normal. Die Bürger in Wut sind fast auch noch eingezogen. Darauf kann ich verzichten. Sieben Parteien. Sieben. Wie soll denn da Koalitionsverhandlungen möglich sein? Das ist ja. Da wird eine GroKo mit der AfD. Hans Meerhof. Schmerzensgeld. Ein Passant hat sich auf unserem Grundstück den Bein geworfen. Was können wir denn dafür? Hier, Toni, du darfst auch in Bremen antreten in 21 Wochen. Da wären wir stark. Wie waren wir das letzte Mal da? M müsste ich gleich mal nachgucken. Starte jetzt schon mit Fernsehwerbung. Das kostet ja fast nichts. So, Wahlergebnisse in Bremen. Oh, nur 6,9%. Das geht besser. Die Bürger in Wut sind ja letztes Mal rausgeflogen. Das dieses Mal war, denke ich, nicht so. So, ja, ist, realistisch das SPD, AfD, FDP. Dann haben wir noch die Möglichkeit SPD, CDU und AfD. Ja. GroKo mit der AfD habe ich ja schon in Erwägung gezogen. Und SPD, AfD, Piraten. Also irgendwie haben wir wenig Schnittmengen mit der CDU. Das mehr mit der SPD als mit der CDU. Haben die irgendwie die Rollen getauscht? Jo, das wird eine Rot-Rote. Das ist schade. Quinta Laxus von der SPD ist die neue Bürgerschaftspräsidentin. Ja, wir fahren direkt fort.
überlege gerade, ob ich das Video um 15 Uhr schon vor hochladen soll, denn es ist gerade 13.48 Uhr. Denke ich, lasse es bei 15 Uhr. Auch wenn gestern nichts kam. So. Wann sind in Wannburg? Ach, in 26 Wochen. Das ist aber auch so billig. Aber nur Plakatwerbung billig. Nicht Fernsehwerbung billig. Ach, auch Radiospot billig. Nicht Spot billig, sondern Radiospot billig. Blum. Wir waren beim letzten Mal viertstärkste Kraft, dann werden wir jetzt drittstärkste, ne? Das hört sich logisch an. Eingesetzte Soldaten. Und eine extrem geringe Wahlkampfforschung, also. Erhöhen. Können wir dann nochmal hier einstellen? Familienminze. Kindergeld wird mal. Na, geht gerade nicht. Dann habe ich das Kindergeld auf 180 gesenkt. Kinder brauchen kein Geld. Einfach kein Taschengeld mal auszahlen, dann passt das schon. So. Nee, nee, nee. Nee, keine 674.000, also das so viel Geld habe ich jetzt nicht. Bürgerschaft 2, oh Gott, die Bürger in Wut. Und wir, oh, plus minus 0%, ja. Das ist natürlich das Mieseste, was man kriegen kann. Die SPD verliert massig, die CDU verliert auch massig. Die Bürger in Wut, zweitstärkste Kraft, das können wir nicht verantworten. Die Linke. Drittstärkste Kraft. Ah, ist das, was ist das hier für ein linkes Bundesland? Die Piraten. Was machen die Piraten denn, dass sie fast überall einziehen? So, damit ich überall meine Chancen vergrößere. Mach ich mal 20 Wochen in Gesamtdeutschland. Plakatwerbung. 1 Million. Ja, da sind wir dafür. Wahrscheinlich stimmt die CDU immer dagegen, weil die nicht in der Regierung ist. So das Prinzip. Wenn die SPD dafür ist, bin ich nicht dafür. Bin ich dagegen? Auch keine Enthaltung. Ich bin dafür. Dagegen. Die FDP dafür. Ja, das wird durchkommen. Ja, ist durch. Und gleich ist auch die Folge durch. Und das direkt nach der Bürgerschaftswahl in Bremen. Die rechten Parteien dominieren. Also die CDU ist eigentlich rechts. Sie müsste mit der SPD die Rollen tauschen. Aber die haben ja sowieso gleich viele Sitze. Neues Thema der Mehrwertsteuer. Schön konservativ und ich bin so asozial. Also ganz schlimm. Töni. Da warte ich noch ein bisschen. Saarland. Okay. Vielleicht schaffe ich 7%. Wäre so das Ziel. AfD. Und statt der FDP die BIW. Sie sind alle so stark. Ich zähle die U, du drittstärkste, nur viertstärkste. Oh, 8,64% doch. Mhm. Die Linke 12,07. Ui. Die Grünen haben leicht verloren, die Linken dazu gewonnen. Und die hier haben stark verloren, die hier haben stark dazu gewonnen. Hab leicht dazu gewonnen, FDP leicht verloren. Die Piraten kommen bedrohlich nahe, der Minderheitenbund langsam auch und die NPD hat leider etwas verloren. Die wäre mir deutlich lieber als was wie die Linke. Also deutlich lieber. Die teilen unsere Meinung in vielen Punkten.
Dara Limburg wurde ermordet. Ja, das wünscht man keinem. Atomkraft, ja. Achtundsechzig. Und das folgende Ende. Also, ich sage Tschüss mit Üs, bis zum nächsten Mal, euer Gerni, wenn es wieder heißt Politik-Tycoon mit der AfD.